Es fing ja alles damit an, dass ich mal wieder geheiratet habe. In die Hochzeitsnacht sitze ich mit meiner Frau im Wohnzimmer auf der Couch, hatte mal gedämpftes Licht, leise Musik, haben wir ein bisschen geknutscht. Sag mal, Schatz, denkst du jetzt an dasselbe wie ich? Sagt ja klar. Sag, machst du mir zwei mit gekochten Schinken und zwei mit Salami? Kurze Zeit später sind wir dann doch im Ehebett gelandet. Haben wir so richtig schön Jöff, Jöff, Jöff gemacht. Immer fertig waren, sagt meine Frau zu mir, hör mal, Schatz, weißt du eigentlich, dass du meine sexuellen Erwartungen in keinster Weise erfüllt hast? Ich sag, Moment mal. So, als ich dir vor der Ehe versprach, die Lücke in deinem Leben zu füllen, hatte ich ja noch keine Ahnung, wie groß sie ist. Hat die mich aus der Wohnung rausgeschmissen. Bin ich direkt nach dem Pischator gegangen. Die hat mir das dritte Mal den Führerschein abgenommen. Wegen Alkohol am Steuer. Dabei habe ich im Auto nicht einmal was getrunken. Ich komme bei der Pischator rein. Seht ihr zu mir, trinken Sie noch Alkohol? Ich habe keinen Tropfen mehr. Seht ihr, gehen Sie noch in Kneipen oder Lokale? Soll ich Ihnen nirgendwo mehr hin? Seht ihr, super. Dann stelle ich Ihnen jetzt drei Fragen. Wenn Sie die richtig beantwortet haben, kriegen Sie den Führerschein wieder. Die ersten zwei Fragen habe ich auch richtig beantwortet. Bei der dritten Frage, seht ihr zu mir, was ist der Unterschied zwischen einem Hirschen und einem Adler? Ich sage, zum Hirschen ab Montags zu, zum Adler Donnerstags. Habe ich den Führerschein nicht wieder gekriegt. In die nächste Kneipe rein, ich mir richtig eingenommen. Ich besoffen genug war, bin ich raus in Taxi gestiegen. Ich sag für den Taxifahrer einmal zur Kaserne. Sagte, wir sind an der Kaserne. Habe ich dem 10 Euro in den Finger gedrückt, ich sag, beim nächsten Mal fährst du nicht so schnell. In die Kaserne rein hatte ich Kopfschmerzen. Bin ich erstmal bei uns im Militärkrankenhaus. Ich war gerade da drin, kam unser Militärschreiner reingelaufen. Hatte der sich alle 10 Finger abgesägt. Sagt der Arzt zu dem, Sie Idiot, wir haben doch medizintechnisch heute die Möglichkeiten, sowas wieder anzunähen. Sagt er, warum haben Sie die Finger denn nicht mitgebracht? Er sagt, ich konnte die doch nicht aufheben. Kurze Zeit später habe ich mich dann nach die Einzelkämpfers versetzen lassen. War vielleicht eine harte Ausbildung. Wir mussten uns unsere Unterkünfte selber bauen. Ich war mit meinem Kumpel gerade den Boden am Machen. Nimmt eine ganze Sack Nägel und schmeißt sie aus dem Fenster. So bist du eigentlich bekloppt, was machst du denn da? Ich sagte, die hatten die Köpfe auf der falschen Seite. So, du Idiot, dann hätte sie auch für die Decke verwahren können. Zwei Tage später waren wir dann total überrascht. War unsere Einzelkämpferstrainerin die Katrin Krabbe. Ist eine hübsche Frau. Ich habe die auch direkt angebaggert.
Abends bin ich mit der tanzen gegangen, habe ich ihn ein bisschen geknutscht. Sag mal, was ist, sollen wir für 500 Euro ein bisschen Liebe machen? Haut die mir voll auf die Schnauze. Und ich hätte das Geld so gut brauchen können. Am nächsten Tag sagt der Oberst zu mir, wir üben jetzt Feindbeobachtung. Nehmen Sie das Fernrohr auf. Ich habe Fernrohr aufgenommen. Sagte, was sehen Sie? Sei Ihre Wohnung, Herr Oberst. Sagte, was sehen Sie noch? Sag Ihre Gattin, Herr Oberst. Sagte, was macht die? Sag, zieht sich aus, Herr Oberst. Sagte, was sehen Sie noch? Sag, Leutnant Jonathan, Herr Oberst. Wie seht ihr auch bei mir eine Wohnung? Sag wohl, Herr Oberst. Sagte, was macht der? Sag, zieht sich auch aus, Herr Oberst. Sagte, was? Legen Sie das Fernrohr weg, nehmen Sie das Gewehr auf und brennen Sie mir eins auf den Hintern. Ich habe das Gewehr aufgenommen, angelegt. Sagte, warum schießen Sie nicht? Das ist im Moment ein bisschen problematisch, Herr Oberst. Kurze Zeit später durfte ich dann, weil ich so diensteifrig war, den Papst in Deutschland in seinem Papamobil fahren. Ich habe morgens das weiße Papamobil abgeholt, anschließend der Papst abgeholt, kam er an in seine weiße Soutanine. Wir fahren los, lief eine Blondine hinter uns her. Sagt der Papst, fahren Sie was schneller. Ich war schneller gefahren, die Blondine auch schneller geworden. Sagt der Papst, fahren Sie noch was schneller. Ich noch was schneller gefahren, die Blondine auch schneller geworden. Sagt der Papst, halten Sie mal an. Ich angehalten, der Papst ausgestiegen, zu der Blondine hingegangen. Sagt er, was wollen Sie eigentlich von uns? Sagt er, ich hätte ja zwei Bällchen, Pistazien, Eis und dreimal Vanille. Wir sitzen wieder im Auto. Sagt der Papst, haben Sie noch Geschwister? Ist er ein Bruder. Sagt er, was macht der? Sagt er, ist bei der Polizei. Und sagt er, gefällt dem da? Sagt er, weiß ich nicht, der haben sie gestern erst abgeholt. Wieder in die Kaserne reingegangen. Bin ich erstmal in der Kantine. Ich habe mich hingesetzt. Saßen rechts neben mir zwei Ostfriesen. Genau gegenüber von so einer großen Spiegelwand. Die zwei kriegen ihr Getränke. Seht ihr einen zum anderen, hör mal, guck mal da, du. Uns gegenüber sitzen zwei, die sehen genauso aus wie wir. Seht der andere, guck mal genau hin. Die trinken auch dasselbe wie wir. Sagt der andere, weißt du was, wenn die uns so ähnlich sind, dann lass sie da bei uns an den Tisch holen. Sagt es in Ordnung, steht auf, will gerade los, und sagt der andere, bleib sitzen, die kommen schon. Wie auch das Los des Lebens sei, dank denen, die euch heiter machen. Nichts ist gesünder bei, als ab und zu sich krank zu laden. Allah!